So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde bei dem schweren Spiel Way of the Hunter mal wieder. Und ich bin heute in Transsilvanien unterwegs. Heute ist der erste Stream, beziehungsweise das erste Video, bei dem wir so ein bisschen die neue Karte, also die andere Karte erkunden. Was heißt die neue? Die andere. Die ist genauso alt wie die andere. Ist halt nur in Europa. Und wir werden jetzt die nächsten Videos und Streams von Way of the Hunter uns nur auf dieser Map bewegen. Ich habe ein bisschen Bock, die zu erkunden, ein paar Wildschweine zu schießen. Vielleicht den ein oder anderen Rothirsch sogar schon. Ich habe noch gar keinen Rothirsch gesehen in dem Spiel, geschweige denn geschossen. Ja, viel Spaß beim Video und let's go. Mal sehen, was es hier so zu entdecken gibt. Ich geh mal zu den einzelnen neuen Hütten. Schau mich da mal ein bisschen um. Schau mal, ob es da Quests gibt, die ich da erledigen kann. Ansonsten, wie sieht unsere Bewaffnung aus? Ja, sehr gut. Ein Reh habe ich, glaube ich, auch noch nicht geschossen, oder? Bin mir gerade unsicher. Aber ich gehe jetzt erstmal auf die Rehe zu, weil das ist jetzt das erste Tier, was sich zeigt. Alle Jagderlaubnis erforderlich. Ihr habt doch einen zu viel, oder was? Och, nö. Das heißt, ich kann hier nicht mal die Rehe da oben schießen. Erlege ein Wildschwein mit einem Gewicht von mindestens 90 Kilo. Okay. Wir haben endlich Quests in Europa. Dann werde ich auch gleich mal... Ich muss auf jeden Fall hier runter. Ich muss da unten ein Wildschwein schießen. Ich kann da oben nicht, weil da habe ich keine Jagderlaubnis. Stellen wir gleich mal noch die Zeit ein. Ich weiß nicht, wann Wildschweine irgendwo wo sind, aber ich würde jetzt mal spontan morgens losgehen. Und jetzt auch nachschauen, aber es ist langweilig. Das ist doch langweilig. Er sagt mir ja auch, erlege ein Wildschwein mindestens 90 Kilo. Das heißt ja, muss jetzt nicht unbedingt ein Männchen sein, oder? Würde ich jetzt mal so interpretieren, was es das heißt. Ja, sehr gut. Und da sind sie auch schon, die wilden Schweine. Der Wind steht ausgezeichnet. Besser könnte dieser Wind nicht stehen. Das ist auch der Spot, wo ich beim letzten Mal Wildschweine gefunden habe. Und jetzt hoffen wir mal, dass da ein Wildschwein dabei ist. Ich würde jetzt mal steil behaupten, ausgewachsenes Männchen reicht, egal wie viele Sterne der hat. Der wird dann schon schwer genug sein. Aber wir schießen natürlich den mit den meisten Sternen daraus. Da ist er. Steht perfekt. Da flieht die... Oh mein Gott. Alter, Dicker. Okay, also da oben ist auch noch eine Rotte, falls ich jetzt nicht fündig werde hier mit 90 Kilo pro Schwein. Vielleicht habe ich auch zu viel rausgeschossen, weil ich zu nah dran war. So. War völlig im empfohlenen Aufprall Energie wert, sage ich mal. Schöne Doppellunge. Und 5 von 5 Sterne, 2 Sterne. Und hat einfach 156,38 Kilogramm. Nice. Rot, kleine Menge. Oh, das ist natürlich nicht gut. Nicht gut. Ich glaube nicht, dass ich das Schwein... Nee. Nee, das wird nichts. Also rot, kleine Menge... Vertraut mir, da muss ich nochmal drauf schießen, damit das umfällt. Dann gehe ich halt direkt hier hoch und gebe die Quest ab. Mein Gott, hat er das selbst gemalt? Ja, top. Puh, wo ist denn seine Hütte? Oh nein. Jetzt muss ich da hochlaufen ohne Jagderlaubnis? Nee. Also da hole ich mir jetzt das Auto.
Wo ist hier das Parkschild? Da vorne. Passt. Darf ich hier einfach durchführen? Nein! Er hat mir demonstriert, dass ich das nicht darf. Okay. Stein. Das ist wirklich nur ein Fußweg hier. Anderer Weg. Wow, okay, okay, okay. So, ich habe mal kurz gezeigt, dass ich da bin. Bin mal schön in den Ass geschossen. Oh, 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 oh. Ja, 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 doch. Es hat aber funktioniert, ne? Weißt du, was ich meine? Da ist auch keine Besserung für mich in Sicht. Wenn ich weiß, dass es funktioniert, dann mache ich das immer. Ich habe mir so ein paar mehr Felder gewünscht. Also klar, das ist hier ein Feld, aber so eins, wo noch ein bisschen was drauf ist. Oder gerade frisch abgemäht, so wie in Quattro Colinas. Hunter Call of the Wild. Weißt du, was ich meine? Mir so ein bisschen gewünscht. Ich habe wieder geglaubt, es reicht eine Quest und dann habe ich das Gebiet. Nein, natürlich nicht. Danke für deine Hilfe bei meinem kleinen Streich. In gewisser Weise erinnerst du mich an keine Ahnung, wie der Typ heißt, und die Freundschaft, die wir einmal hatten. Aber die ist längst Vergangenheit. Bitte genieße die Schönheit der Hochawälder. Wo ich mit dem... Blablabla. Okay, okay. Jetzt darf ich hier jagen. Top! Sehr gut. Boah, die kommen wie gerufen. Die kommen wie gerufen. Ausgewachsen 3 Sterne. Ausgewachsen 3 Sterne. 2 Böcke dabei mit 3 Sternen. So. Bin wieder 2-mal drauf geschossen. Warum? Egal. Kleine Menge Rot. So gut. So gut. Kleinere Menge Rot. Auch nicht so gut. Vögel eskalieren ja aber auch immer völlig mit ihren Geräuschen. Beruhig dich, Vogel. Beruhig dich. Okay, okay, okay. Der hat schon krass Geweih. Ist schon krass. Meter. Erwischt. Ich mich immer umschaue und versuche noch einen zu erwischen. Das sollte ich lassen. Das sollte man in dem Spiel nicht machen. Das geht nur in die Hose. Da ist unser Damenhirsch. Schönes Ding. Empfohlene Aufprallenergie sind wir auch komplett drin. Also Pro Hunter 2 regelt auch bei Dammhirsch. Gut. Problem jetzt hier nur, ich habe Singelunge nur getroffen. Schade, sonst wäre er wahrscheinlich schneller umgefallen. Jagdwertung 5 von 5. Trophäenwertung 3 von 5. Das ist ein schöner Bock. Er muss nur mal stehen bleiben. Bleib mal stehen. Bleiben Sie bitte stehen. Aber nicht, nein, nicht hinter dem Weibchen. Bleib stehen. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Ja, ich musste schießen. Aber es, ja, sehr gut. Oh, er blieb liegen. Er blieb einfach so liegen. Top. Ja, wenn er halt unterwegs ist und einfach nicht stehen bleibt, muss ich schießen. Dann muss ich so ein bisschen vorzielen, aber es war alles kein Problem. Ich glaube, es war ein Herztreffer. Guck mal. Rosa, viel Blut. Viel
Blut. Oh ja, guck mal. Guck doch mal. Einmal alles bitte. Linker Lungenflügel, Herz, rechter Lungenflügel. Top. Das war wirklich ein guter Schuss. Ein sehr, sehr guter Schuss. Und alles Durchschlagsschaden, kein Höhlungsschaden. Nice. Fünf von fünf Jagdwertung. Top. Besser ging's nicht. Geh mal noch ein bisschen näher ran. Ich probiere mal kurz aus, wie nah darf ich hier ran? Wie nah lässt mich die Gruppe? Nicht, dass ich vielleicht doch noch hinterm Hügel ein erwachsenes Männchen übersehen habe. Ja, die sehen schon ziemlich alarmiert und vorsichtig aus, ne? Warum die hier stinkt, das weiß ich nicht. Stinkt. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Läufigkeit oder so zu tun hat. Alarmiert. Nee. Es waren nicht mehrere. Es war nicht mehr. Es war wirklich auch kein Bock dabei, der schießbar war. Leider nicht. Mehr war es leider nicht. Ich habe noch gedacht, vielleicht versteckt sich hier einer dahinter. Nö. Es war leider nur das. Nee, doch nicht. Doppellunge. Okay. Ah, okay, okay, okay. Das war jetzt ein bisschen, aus 100 Metern war ein bisschen viel für das Reh. Hier sieht man ganz gut, dass die die Aufprallenergie hier oben, dass der weiße Strich, wo ich das Tier treffe, dass der außerhalb ist von diesem beigen Bereich, sage ich mal. Und dieser beige Bereich ist die empfohlene Aufprallenergie. Und wir sind da sehr weit drüber. Ne? So. Also meine Kugel hatte ungefähr, als sie die erste Lunge erreicht hat, die Aufprallenergie, die empfohlen war. Deshalb wird dieses Tier 4 von 5 gerne in der Jagdwertung haben. Sag ich ja. Kann jetzt daran liegen, dass es ein Weibchen ist. Kann jetzt daran liegen, dass wir auf 100 Meter geschossen haben. Auf jeden Fall war es viel zu viel Wumms für das kleine Reh. Hat es nicht so gut überstanden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da einen Unterschied zwischen Weibchen und Männchen gibt und dass das Männchen mit der Energie durchaus was handeln konnte, hätte, können und dass das für das Weibchen aber viel zu viel war. Das war's auch schon wieder für heute von Way of the Hunter. Ich habe heute mal wieder schön Europa ausprobiert. Was heißt mal wieder? Ich war bis jetzt einmal auf dieser Map und werde es aber jetzt demnächst öfter machen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Map. Ich habe einige Tiere heute zum ersten Mal geschossen, in Reh, Dammhirsch. Ich habe auf Rotwild geschossen, leider verschossen. Leider nicht erlegt, den Dreier Bock. Schade. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.